Herr Professor Chabé de Angeli, 300.000 Diabetiker kommen jährlich hinzu und es gibt eine riesige Dunkelziffer von Erkrankten. Was tut eigentlich die Forschung, um hier die Früherkennung zu verbessern? Also die Früherkennung ist im Diabetesbereich natürlich was sehr Wichtiges, um möglichst bevor die Krankheit sich manifestiert, einschreiten zu können. Wir müssen unterscheiden zwischen Typ-2-Diabetes-Früherkennung und Typ-1-Diabetes-Früherkennung. Typ-1-Diabetes, also der Autoimmundiabetes, der häufig im Kindesalter, im frühen Kindesalter ja auftritt, kann aber auch später kommen. Da gibt es große Fortschritte, dass man zum Beispiel mittlerweile weiß, dass wenn mehrere dieser sogenannten Autoantikörper, das sind diese Stoffe, die sich dann gegen uns selbst richten und die Zellen, die das Insulin produzieren, zerstören, dass wenn die auftauchen, ohne dass die Krankheit ausgebrochen ist, wenn mehrere davon da sind, drei davon da sind, wird man mit höchster Sicherheit nachher diesen Typ-1-Diabetes bekommen. Das heißt, das wäre schon ein frühes Anzeichen davon. Weiter geht man im Typ-1-Diabetes, dass man sogenannte Mikro-RNAs, das sind kleine Moleküle, die tauchen im Körper auf, bevor der Typ-1-Diabetes ausbricht, die aber wichtig sind bei der Vermittlung von Signalen, um quasi das Immunsystem falsch zu programmieren. Die kennt man mittlerweile oder einzelne kennt man davon und das ist auch eine Möglichkeit, daran wird gearbeitet, die weiterzuentwickeln als Frühmarker, bevor die Krankheit ausbricht oder eventuell auch als Ziel, um gezielt diese zu zerstören oder gar nicht entstehen zu lassen, dass der Diabetes nicht ausbrechen kann. Typ-2-Diabetes, Prävention, nun das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo Ernährung und Bewegung eine große Rolle spielen, aber aus Forschungssicht ist es auch wichtig zu verstehen, was passiert, bevor der Typ-2-Diabetes sich manifestiert. Und da weiß man mittlerweile, da gibt es große Studien, bei uns auch im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, die zeigen, dass es durchaus unterschiedliche Gruppen gibt von Personen, die unterschiedlich reagieren, bevor sie zum Typ-2-Diabetes kommen. Daran wird gearbeitet. Auch da gibt es sogenannte Biomarker, das sind Moleküle, die bei uns im Körper zu messen sind oder die man finden kann, die man messen kann. Und diese frühen Moleküle, wenn man die kennt, wir haben da einige gefunden durch Metaboliten, die noch nicht bekannt waren vorher oder auch bestimmte Proteine, die durch moderne Technologien erst erkannt werden können. Und da versucht man nun auch in dem einen Fall zusammen mit Industrie quasi wie so einen kleinen Test zu entwickeln, der es vereinfacht, bevor dieser Typ-2-Diabetes ausbricht, das zu messen. Wann werden solche Tests bzw. Biomarker in der Praxis zur Verfügung stehen? Also man muss davon ausgehen, dass solche Entwicklungen meistens zwischen 3 bis 10 Jahre dauern, je nachdem, wie gut der Fortschritt da ist und bis sie dann auch zugelassen werden als echten Test, der eine Vorhersage gibt, dauert es noch eine Zeit, also das dauert noch etwas. Wie ist denn die Forschung bei dem ganzen Stichwort Ernährung, falsche Ernährung? Es ist bekannt, dass falsche Ernährung eigentlich das Schlimmste ist, was man für diesen Krankheitsbereich tun kann, aber es wird ja auch daran geforscht, oder? Also die Tatsache, dass Ernährung eine extrem wichtige Rolle spielt bei der Entstehung des Typ-2-Diabetes, ist bekannt. In der Forschung lernt man jetzt aber, und wir haben da eine interessante Studie durchgeführt zwischen unseren Kollegen vom DZD in Düsseldorf, vom Deutschen Diabeteszentrum, und zwischen unserem Labors in München, dem Helmholtz-Zentrum, und haben eine Humanstudie und eine Mausstudie parallel laufen lassen. Das heißt, wir haben Menschen mit einer großen Menge an Palmöl, die haben wir die trinken lassen. 80 Gramm ungefähr. Das entspricht so 2 großen Cheeseburger mit Bacon obendrauf oder 2 Pizzen, 2 Salami-Pizzen. Also gar nicht so unphysiologisch. Und diese einmalige Gabe an gesunden jungen Männern zeigt molekular, dass wir ein ähnliches Bild bekommen, zumindest vorübergehend, wie wir das bei einer manifestierten, nicht alkoholisch induzierten Fettleber haben, die durchaus ein wichtiger Punkt bei der Entstehung vom Typ-2-Diabetes ist. Das mahnt also umso mehr, dass man auf seine Ernährung durchaus achten muss. Heißt nicht, dass ich keinen Burger mehr essen kann, ganz im Gegenteil, kann man natürlich. Aber man muss vorsichtig sein, sowas zu häufig zu tun. Und das sind jetzt auch molekulare Daten, die kamen dann aus der Mausstudie, das passt nämlich sehr gut zusammen, die genau zeigen, welche Moleküle sich verändert haben. Und die kennen wir schon aus der manifestierten Erkrankung. Und die tauchen hier schon auf. Das ist ja interessant. Wie kommen dann diese wirklich wichtigen Erkenntnisse jetzt in die Breite, dass die Menschen auch wissen, was sie tun können? Nun, natürlich müssen diese Forschungsergebnisse auch in die Bevölkerung kommen. Und dadurch haben wir diese enge Zusammenarbeit vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung mit der Dachgesellschaft, mit der DDG. In ihren Kongressen verbreiten wir das, aber auch durch ihre Medien muss das verbreitet werden, damit im Prinzip auch sowohl die Ärzte, die Behandelnden, die Study Nurses, die Personen, die Diabetikerinnen, Diabetiker sehen, aber auch bevor das ja passiert ist, dann sind die Personen ja noch gar nicht bei den Ärzten, muss diese Information ja in die Bevölkerung kommen. Das geht nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann die Forschung allein nicht schaffen. Vielen Dank. Ich danke.